Hallo, willkommen zurück, ihr Lieben, zu Mario Kart 8 Deluxe. Ja. Was haben wir denn jetzt auf der Agenda? Natürlich bleibe ich bei meiner Kombi. Ich könnte natürlich noch die Chars wechseln, aber ich habe mich eingefahren mit der Kombi. Das ist ganz gut. Der Sterncup. Oh, die Barrierabfahrt, die mag ich nicht. So, das sind so... Es gibt hier, ich glaube doch, das gab's. Nee, gab's das auch mal Mario Kart 7? Ich weiß es gar nicht mehr. So, ja, Abschnitte, Abschnittsstrecken. Doch, das gab's in Mario Kart 7, die Wuhu-Strecken. Wuhu Island und so. Marios Abfahrt ist auch so eine. Und ich mag sie nicht. Yoshi ist da. Wieder Morten, Alter. Linda und Daisy. Ja, was mir einfiel eben, was auch interessant wäre, vielleicht zu besprechen, welche Strecken ich mir fürs Mario Kart 9 wünsche. Also von zumindest geremakte. Von früheren Mario Karts natürlich. Ich hab mir noch nicht wirklich umgeguckt. Ich hatte es immer so im Hinterkopf jetzt schon die letzten Tage, aber so richtig nachgeschaut nach alten Strecken habe ich nicht. Was mir aber auf Anhieb einfallen würde, wäre wirklich die Calimari Desert vom N64. So in der Grafik jetzt? Das wäre schon nice. Ich bin ja wirklich die Letzte, die nach Grafik schielt. Also mein Lieblingsspiel ist Undertale. Und da, ne? Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Das ist so ein... SNES-Game, so von der Grafik her, wenn überhaupt. Ach Mist. Noch nicht mal. Undertale ist noch nicht mal 16-Bit, das ist 8-Bit. Schwer zu sagen. Zumindest für mich. Neben Final Fantasy 15, was nun wieder so eine HD-Grafik besitzt. Aber das hat für mich alles nichts mit der Grafik zu tun, aber es ist schon schön. Mal sagen, wenn man dann nachher die geremakten Strecken sieht, dann zu spät, Jasmin, zu spät. Aha, mit Bande getroffen. Gotcha. Also, wie gesagt, die Calimari-Strecke auf jeden Fall. Was noch? Mann, da müsste ich echt mal gucken. Hätte mir die Strecken raussuchen müssen. Vielleicht auch auf jeden Fall die eine oder andere vom SNES. Oh nein. Bin ich überm Wasser? Wo kommt denn der schon wieder her? Hau ab! Nee. Nee. Das nehme ich nicht hin. Das könnt ihr vergessen. Tut mir jetzt auch gar nicht leid, dass ich das abgebrochen habe. Ich lasse mich doch nicht von so einem scheiß Pilz besiegen. Ich sei Rex Blue Shell. Ach, Mann. Das ist so nervig. Ich hasse das Spiel dafür. Ich bin gestern alle Strecken gefahren mit den NPCs oder mit der CPU. Nur mit Münzen. Ich muss sagen, das war gar nicht so einfach. Ich hatte immer so einen Gegner, das war Mario, der ist echt öfter vor mir geblieben. Ich habe ihn nicht eingeholt. Jetzt haben wir da Roy. Iggy, ich habe Iggy gesehen. Der hat mir das Item geklaut. So, nochmal das Ganze. Ist er schon wieder tot? Ist das dein Ernst? Wieso ist das immer tot? Tod, geh mir vom Pelz. Ernsthaft. Obwohl ich gar keinen Pelz habe. Wo wollte ich das eben haben, aber es hätte wahrscheinlich sowieso nichts gebracht.
Ich würde so gerne die Items switchen und mir auf jeden Fall die Tröte bewahren. Eher kommt da jetzt ein roter als eine Blue Shell. Sehe ich doch schon kommen. Lakitu ist zweiter? Okay. Dass Lakitu überhaupt im Spiel ist, geht öfter bei mir unter. Der fällt so gar nicht auf. Ich finde es aber cool, dass die ganzen Kuberlinge da sind. Ist schon nett. Allerdings wird Mario Kart mittlerweile auch immer mehr zu Nintendo Kart. Ich meine, wenn selbst jetzt schon die Animal Crossing Charaktere von Splatoon und Link ist dabei, da könnte man auch Zelda dazu machen. Kirby zum Beispiel auch. Kirby wäre geil. Kirby würde doch einfach hier reinpassen, oder nicht? König DDD im Auto. Ich wusste es doch. Jetzt habe ich zu spät. Da kommt eine blaue. Willst du mich verarschen? Muss ich nicht spielen? Da drückst du zu spät und dann kriegst du noch eine Blue Shell. Wie sind nur die scheiß NPCs? Ja, kurz vor. Alter, wie kann überhaupt der Panzer da hochkommen? Der müsste eigentlich runterfallen an der Kante. Tu mal was von schwer. Schwerkraft gehört. Bitte geh in die Kurve, Mädel. Dann nicht. Wie zweiter? Deine Mutter ist zweiter. Lakitu. Alter Falter, das ist doch nicht normal. Haben sie mir alles reingedrückt, damit ich nicht erster bin. Nicht mit mir, Leute, nicht mit mir. Delfin-Lagune. Ich überlege gerade, ich hätte eigentlich für jede Strecke einen anderen Fahrer nehmen müssen. Das wäre für das Thumbnail einfacher gewesen. Ach, egal. Mir fällt da schon was ein. Ist das Baby Daisy? Babys gehören ja wohl nicht in das Steuer, ne? Gehören ins Bett. Diese Kurve da, ne? Ah, oh, tot! Na, wer legt die da hin? Zum. Ja, ja. Hi, Iggy. Na, du auch hier. Aus den hinteren Plätzen. Gut, was heißt hinteren? Ah, nicht! Wir haben ja, du blöder Iggy! Dritter? Da sieht man mal, dass die nicht wegkommen. Ich werde die ganze Zeit hier abgeknallt und trotzdem bin ich Dritter. Zwei rote Panzer, das ist doch mal was. Insofern kein Blitz einschlägt. Ich sie dadurch verliere. Okay, der war entweder nicht für mich oder wurde abgefangen. Gib mir Münzen. Oh. Soll ich hier mit Scheiß pilzen? Ich habe zwei verfickte Münzen. Nein! Alter!
Das war knapp. Ich sag so, Babys gehören nicht hinter Steuer. Hau ab. Alter, heftig. Puh. Es ist 150. Ich habe hier schon Schwierigkeiten. Na gut, wenn man die ganze Zeit nur abgeschossen wird von sämtlichen Sachen. Aber so ist Mario Kart. Das ist ja nichts Neues. Ich bin aber auch zu doof, Münzen zu erwischen, ne? Wenn man dann auch noch weggeschubst wird. Ja, man ballt einfach mal mit der grünen voraus und man trifft sowieso. So, hier köpfe ich mal. Alter, fick dich! Mann! Was ist mit dem Spiel los? Wie scheiße ist mir nicht passiert, die ganze Zeit, wo ich jetzt offline gespielt habe? Also, was heißt offline? Ohne Aufnahme. Wie dieser Pilzkopf da, du scheiß Giftpilz, komm her hier. Ja, genau. Wirft er wieder mit Grünen um sich, welcher Vollidiot. Gib mir ja nichts, um mich zu wehren. Oh, das war knapp. Ich hab einfach nur noch gedrückt. Ich hab die einzeln erwischt. Da ist bestimmt wieder eine Münze drin. Hm? Die hab ich nicht erwischt? Ah, wäre ja auch zu schön gewesen. Wieder nur 9 von 10. Es gibt Spiele, ich weiß gar nicht, ob das Mario Kart 7 war oder das vorher, keine Ahnung. Da muss man 10 Münzen immer haben, um 3 Sterne zu kriegen. Hier ist es nur wichtig, dass man, 4-mal Erster ist, zum Glück. Weil das mit den Münzen ist, arschig. Also das mochte ich noch nie. Headset aufzuknarzen. Das geht mir so auf die Nerven. Ich muss mir dem nächsten neues Headset holen. Also das gleiche nochmal. Boah, das nervt so. Die Abfahrt. Okay. Ja. Willst du gleich die Rache haben, ne? Ich wollte über den Beschleunigungsstreifen. Oh. Zum Glück hat mich das nicht mehr erwischt.
ich noch in dem Unverwundbarkeitsmodus war nach dem Treffer von der Blue Shell. Natürlich. Wieso auch nicht? Yay, trotzdem nur 9 Münzen. Ach, egal. Erster ist Erster. Fertig. Das ist die Hauptsache. Der Sternenpokal. Wuhu. Schön. Läuft doch. Gut, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei Mario Kart 8 Deluxe. Bis dann.